Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute nähen wir mit euch dieses wunderschöne Kleid. Ich zeige euch kurz, wie das Kleid genäht wurde. Falls sich jemand noch erinnern kann, habe ich passendes Body zu diesem Kleid genäht für meine jüngere Tochter. Bei dem Kleid ist genau das gleiche. Beide Nähte sind ineinander versteckt. Also sowohl auf der rechten Seite wie auf der linken Seite keine Nähte zu sehen. Die sind alle zwischen den beiden Stofflagen versteckt. So sieht das Kleid von links aus. Und ihr seht, dieser Rock wurde von beiden Seiten so angenäht, dass diese Naht, die verpixeln könnte bei dem Kind, versteckt wurde. Die Seitennähte sind auch zwischen den beiden Lagen versteckt. Den Reißverschluss habe ich so angebracht, dass es zwischen den beiden Stofflagen vernäht wurde. Den Schnittmuster für dieses Kleid verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Ihr könnt diesen Schnittmuster ausdrucken, zusammenkleben und nach meiner Anleitung weiternähen. Und solange ihr das Kleid noch begutachtet, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Ach übrigens, das Body, was ihr jetzt auf dem Foto sehen könnt, das Video dazu verlinke ich euch in der Infozeile. So, und jetzt habe ich ein bisschen vorgearbeitet. Den Schnittmuster ausdrucken, zusammenkleben und dann die Teile aus dem Stoff ausschneiden. Für den Vorderteil schneiden wir die Seitenteile gespiegelt und dann die Mitte einmal. Für den Rückenteil zwei Teile gespiegelt ausschneiden. Das gleiche machen wir für den Innenstoff auch. So, erstmal legen wir die vordere Seite von dem Kleid so, wie es halt nachher genäht wird. Danach nehmen wir das Lineal und messen das von der Schulternaht bis zur Taille. Danach schneiden wir die Rüschen zu. Sie müssen doppelt so lang sein wie die Linie, was wir gerade abgemessen haben. Die Breite der Rüsche könnt ihr dann selber entscheiden, wie breit sie sein soll. So, jetzt nehmen wir eine Rüsche und falten das wie folgt zusammen. Es muss ein Versatz von 1 bis 2 cm sein. Das andere Streifen lassen wir so, wie es ist. Dann später legen wir das eine mit dem Versatz auf das Ganze. So, jetzt formen wir eine Rüsche. Dazu gehen wir an die Nähmaschine und stellen die Fadenspannung und die Stichlänge auf die obere Stufe. Dann nähen wir komplett der Länge nach die Rüsche. Und dann seht ihr schon, die Falten kommen schon fast von alleine raus. So machen wir mit allen Streifen. Also insgesamt haben wir 4 Streifen, die wir jetzt so zusammennähen. Nachdem wir die Rüschen hergestellt haben, nehmen wir die Rüsche, legen das wie folgt auf das mittlere Teil von dem vorderen Teil vom Kleid und sichern das mit den Nadeln ab. Danach nehmen wir unsere zweite Rüsche und legen das auf die erste und sichern das komplett mit den Nadeln ab. Nachdem wir das gemacht haben, gehen wir zur Nähmaschine und nähen das fest. Ungefähr 0,3-0,5 mm. Danach nehmen wir die Stecknadeln und stecken die Rüschen dann fest, damit sie nirgendwo beim Nähen reinrutschen. Jetzt nehmen wir ein Seitenteil von dem vorderen Teil vom Kleid und legen das auf den mittleren Teil und so stecken wir die zusammen. Nachdem wir die beiden Teile gut gesteckt haben, können wir das mit der Nähmaschine vernähen auf 0,7 mm. Danach schneiden wir die Reste von der Naht ab und auf die rechte Seite gelegt sieht das dann so aus. Jetzt nehmen wir zwei Rückenteile und legen die rechts auf rechts aufeinander. Die Rüschen stecken wir ein bisschen fest, damit sie nicht dazwischen rutschen und stecken die beiden wie folgt zusammen. Nachdem wir das angesteckt haben,
können das gleich vernähen und ausbügeln. Jetzt nehmen wir das Innenstoff, ich habe dafür die Baumwolle genommen, und stecken das genau gleich wie bei Vorderteil zusammen. Nachdem wir das gemacht haben, bügeln wir die Nähte auseinander, legen die beiden Rückenteile und stecken die Schulterblätter zusammen. Genau gleich wie wir das schon mit dem Außenstoff gemacht haben. Danach vernähen wir das Ganze und bügeln das richtig gut auseinander. So, jetzt nehmen wir den Außenstoff und messen mit dem Lineal den Ärmel aus. Danach schneiden wir wieder eine Rüsche doppelt so breit wie das, was wir ausgemessen haben, und stellen die Rüsche her. Und so stecken wir die jetzt auf das Vorderteil. Zuerst die Mitte suchen, dann die Mitte an das Schulterteil anheften und dann den Rest mit den Nadeln fixieren. Jetzt nähen wir das alles zusammen. So sieht es aus. Nochmal kontrollieren, ob die Rüschen nirgendwo dazwischen genäht wurden. Wenn alles richtig ist, dann fixieren wir die Rüsche nochmal an dem Stoff, damit sie nicht reinrutschen. Nehmen den Innenstoff, also in meinem Fall diese Baumwolle, und legen das rechts auf rechts aufeinander. Die Schulternähte aufeinander fixieren, so dass sie ganz genau aufeinander einlegen, dann den Rest mit den Nadeln fixieren. Dann tun wir den Halsausschnitt genau gleich. Zuerst die Schulternähte fixieren und dann den Rest. Wenn das alles fertig ist, können wir das alles mit der Nähmaschine auf 0,7 annähen. So sieht es dann fertig aus. Erstmal müssen wir das Ganze auf die rechte Seite wenden, alle Nadeln entfernen und ganz genau gucken, ob die Rüschen nirgendwo mit reingenäht wurden. Das passiert ziemlich oft. Wenn alles richtig ist, wenden wir das Ganze wieder auf die linke Seite und schneiden die Nahtzugabe ein bisschen ab, ungefähr auf 0,5–0,3 mm. Danach schneiden wir die Naht ein, so wie im Video gezeigt wird. Dabei darauf achten, dass ihr die Naht nicht durchschneidet. Auf die rechte Seite gewendet sieht es dann so aus. Jetzt müssen wir die Seitennaht vernähen. Und das machen wir wie folgt. Wir nehmen den Vorderteil und den Rückenteil vom Ärmel und legen das, bitte im Video ganz genau achten, rechts auf rechts aufeinander. So, jetzt nochmal gezeigt. Legen wir das gerade und legen das rechts auf rechts aufeinander. Die beiden Nähte müssen aufeinander passen. Jetzt habt ihr praktisch auf einer Seite den Stoff von Stretch Satin und auf der anderen Seite den Baumwollstoff. Beide Stoffe liegen jetzt rechts auf rechts aufeinander. Danach sichern wir die komplette Seite mit den Nadeln fest. So, die andere Seite machen wir genau gleich. Jetzt nochmal im Video darauf achten, wie ich das mache. Zum Wiederholen. Also die Nähte müssen ganz genau aufeinander passen und dann den Rest anstecken. Wenn alles fertig ist, dann die von beiden Seiten annähen. So sieht es nach dem Nähen aus. Die Nahtzugabe schneiden wir ein bisschen zurück und wenden das Ganze wieder auf die rechte Seite. So, auf die rechte Seite gewendet sieht es dann so aus. Als nächstes möchte ich die Ärmel absteppen. Dafür tue ich die beiden Stoffe auseinanderschieben und mit den Nadeln sichern. Genau das gleiche mache ich mit dem Halsausschnitt und mit der anderen Seite. So sieht das aus nach dem Absteppen.
0,1, 0,2 mm von der Kante habe ich jetzt alles abgesteppt. Und jetzt kommen wir auch zum Reißverschluss. Das ist wahrscheinlich das Aufwendigste hier an diesem Kleid. Ihr braucht aber keine Angst haben. Ich zeige das Schritt für Schritt, wie der Reißverschluss angenäht wird. So, wir nehmen jetzt einfach den Reißverschluss und legen den so, als ob er schon angenäht ist. Also so, wie der am Schluss aussehen soll. Hier zeige ich euch nochmal. Dann öffne ich den Reißverschluss und wende die eine Seite mit der rechten Seite, also praktisch rechte Seite, auf die rechte Seite vom Stoff, so wie ich hier zeige. Leg den Reißverschluss so, dass dieser Plastikteil, was am dem Reißverschluss ist, genau an dieser Naht einliegt. Vielleicht 1 mm drunter, so damit man das so knicken kann. Habt ihr gerade gesehen? So, jetzt habe ich die Position ausgesucht. Dann nehme ich eine Nadel und fixiere den Reißverschluss fest. Und genau das gleiche mache ich an dem ganzen Reißverschluss von oben bis nach unten. Den Stoff dabei nicht ausdehnen. Den Reißverschluss ganz vorsichtig auf den Stoff einlegen und mit der Nadel fixieren. Nachdem wir das schön alles eingesteckt haben, nehmen wir eine Nadel mit Faden und nähen den Reißverschluss mit der Hand fest. Es muss auch nicht ordentlich sein, das muss nur ganz genau fixiert werden. Am Anfang habe ich, nachdem wir das schön fixiert haben, wenden wir das Ganze auf die rechte Seite wieder, ziehen den Reißverschluss wieder zu und gucken, wie das zweite Teil auf das Kleid angenäht wird. Also öffnen den Reißverschluss und wenden das praktisch wieder mit der rechten Seite auf die rechte Seite vom Kleid, so wie das andere Seite auch ist. Bitte darauf achten, dass ihr diesen Plastikteil genauso anbringt wie die Seite davor. Also wenn ihr da von der Naht 1 mm ungefähr freigelassen habt, bitte auch hier genau gleich freilassen. Und das Ganze dann mit der Nadel fixieren. So, jetzt haben wir den Reißverschluss nicht bis zum Schluss ausgezogen, sondern bei der Taille zugelassen. Jetzt müssen wir markieren, wo der Reißverschluss endet und diese Markierung genau an dem anderen Teil am Ende von diesem Top anbringen. So wie ich jetzt zeige. Und fixieren. Danach wie folgt den Reißverschluss einstecken. Wenn wir das ganze Reißverschluss angesteckt haben, machen wir das gleiche wie mit der anderen Seite. Nehmen Nadel und Faden und nähen das Ganze fest. Nachdem wir das gemacht haben, probieren wir den Reißverschluss nochmal aus, ob es alles richtig an seiner Stelle passt und ob die Kanten auch gerade angenäht sind. So,
Wenn das alles in Ordnung ist, dann nähen wir den Reißverschluss mit der Nähmaschine. Dafür müssen wir diesen Reißverschluss, diese Reißverschlusszähnchen ein bisschen abknicken. So wie ich im Video zeige, sieht man ein bisschen schlecht, aber kann man sich vorstellen. Und so nah wie möglich mit der Nähmaschine abstäben. Extra dafür gibt es ein Reißverschlussfüßchen. Meistens gibt es die schon mit der Nähmaschine als Zubehör dazu. Nachdem wir die beiden Seiten mit der Nähmaschine abgestäbt haben, wenden wir das Ganze wieder auf die rechte Seite. Gucken nochmal ganz genau, ob das alles gerade und zusammenpasst. Wenn alles in Ordnung ist, dann kann man diese Fäden, mit denen wir fixiert haben, rausziehen. Den Reißverschluss nochmal zumachen, damit das Kleid wieder auf der rechten Seite in der richtigen Position liegt. Danach machen wir das wieder auf und nähen jetzt den unteren Stoff an den Reißverschluss dran. Dazu bitte im Video ganz genau achten, nehmen wir die beiden Stoffe so wie ich jetzt hier zeige und drehen das praktisch rechts auf rechts aufeinander und fixieren dann das Ganze mit den Nadeln ab. Wenn wir das fest fixiert haben, machen wir die andere Seite genau gleich. Wenden praktisch rechts auf rechts und stecken das Ganze mit den Nadeln wieder ab. Und so sieht es dann aus, wenn wir das alles festgesteckt haben. Das Ganze müssen wir jetzt mit der Nähmaschine, mit der Reißverschlussfüßchen so nah wie möglich an dem Reißverschluss annähen. So sieht es angenäht aus. Jetzt müssen wir noch die Ecken abschneiden. Bitte die Naht nicht durchschneiden und dann das Ganze auf die rechte Seite wenden. Jetzt kommen wir zu dem unteren Teil vom Kleid, also Rock. Ich mache einen Tellerrock. Dafür müssen wir jetzt die Teile abmessen und nach dem Teilenumfang den Radius ausrechnen. In meinem Fall sind das 62 cm. Diese 62 cm teilen wir durch 2. Das sind dann 31 cm. 31 cm teilen wir durch 3,14, das ist die Zahl Pi. Dadurch kommt ein Radius von 9,67 cm. Auf dem Zirkel messen wir 9,67 cm und zeichnen einen Halbkreis. Das habe ich hier schon angezeichnet. Jetzt schneiden wir diesen Halbkreis aus und jetzt mache ich praktisch an dem ganzen Halbkreis ungefähr 5 cm abmessen. Das wird bei mir eine Schablone sein. Also wenn ich das auf dem Stoff anlege, muss ich praktisch den Rest an der Länge dazu rechnen. Also insgesamt habe ich 5 plus 11, das sind 16 cm. Also muss ich praktisch, jetzt habe ich das angelegt, so muss ich praktisch überall nochmal 16 cm anlegen, so wie ich hier im Video jetzt zeige. Dazu lege ich den Stoff in Stoffbruch, lege die Schablone drauf, fixiere sie und dann zeichne ich einfach von dem inneren Kreis 16 cm ab. Also dadurch ist dann leichter, mir den Stoff zu berechnen und auch auszuschneiden. Man könnte das natürlich auch gleich auf dem Stoff anzeichnen, aber ich finde es so besser. Und für mich ist das halt dann leichter nachvollziehen, wie viel Stoff ich dann brauche. Also den Tellerrock haben wir jetzt ausgeschnitten und vorbereitet. Jetzt brauchen wir noch einen Streifen von der Baumwolle. Habe ich ungefähr 1 Meter auf 16 cm genommen und dann 2 Streifen jeweils 1,50 Meter auf
14 cm, also das sollte ein bisschen kürzer sein wie das weiße Rock selber. Jetzt falten wir den einen Streifen mit Versatz 3 von, bis 4 cm zusammen und den anderen Streifen lassen wir ganz. Dann stellen wir wieder diese Rüsche her, so wie ich ganz am Anfang gezeigt habe. Danach falten wir die beiden Rüschen zusammen, so wie im Video gezeigt wird. Stecken erstmal mit den Nadeln die Seiten fest, sowohl bei der großen als auch bei den kleinen. Und dann nähen wir das Ganze mit der Nähmaschine zusammen. Dann nehmen wir den Rock und suchen vier Teile. Achtet bitte darauf, wie ich das im Video mache. Den gleichen Vorgang machen wir auch mit den zwei anderen Röcken. Das Ganze stecken wir dann zusammen. Es wird dann immer linke Seite auf die rechte Seite gelegt. Diese Nähte, was wir an orangen Rock haben, die muss man dann zusammenhalten. Also den zweiten Rock, wenn wir darauf anlegen, also linke Seite auf die rechte Seite und die Nähte dann auch zusammen. Dieser Teil, wo die Nähte sind, wird auch im Kleid hinten sein. Das Ganze stecken wir dann mit den Nadeln fest. Wenn wir das Ganze angesteckt haben, nähen wir das mit der Nähmaschine ungefähr 0,5 cm vom Rand zusammen. Das ist nur, damit die Stoffe, alle drei Stoffe zusammen fixiert sind. So, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt müssen wir bei dem Rock die vier Seiten suchen. Bitte darauf achten, wie ich das im Video mache. So, jetzt nehmen wir diesen Rock und legen das auf den oberen Teil von dem Kleid. Rechte Seite auf die rechte Seite. Die Nähte, die auf dem Rock sind, kommen jetzt zu dem Reißverschluss. Das Ganze stecken wir zusammen. So, und dann nähen wir das mit der Nähmaschine rundherum auf 0,7 cm zusammen. Genäht sieht es dann so aus. Als nächstes bearbeiten wir den Rand vom Rock. Ich nehme dafür den Schrägband. Ihr könnt aber auch mit dem Rollsaum, mit dem Overlock das bearbeiten oder zweimal anknicken. Das kann dann für sich jeder selber entscheiden. Ich bearbeite den Rand mit dem Schrägband. Wie ich persönlich diesen Schrägband annähe, habe ich ausführlich in meinem anderen Video gezeigt. Babybody für festliche Anlässe. Das Video verlinke ich euch oben in der Infozeile oder in der Beschreibung unten. So, das habe ich jetzt angenäht. Jetzt muss man das Ganze noch ganz gut bügeln, aber davor nähen wir noch den Unterrock. Wir nehmen jetzt diesen Streifen aus der Baumwolle, falten das in der Mitte zusammen und nähen das offene Ende. Jetzt bügeln wir dieses Ende auseinander. Danach bearbeiten wir das Rand von diesem Unterrock. Dafür knicken wir zweimal den Stoff um, ungefähr 0,5 cm, je nachdem, was einer für den Saum berechnet hat. Das Ganze stecken wir dann mit den Nadeln fest und steppen das Ganze knappkantig ab. Nach dem Absteppen sieht es dann so aus. Jetzt müssen wir das ganze Unterrock an dem Kleid annähen. Zuerst suchen wir an diesem Unterrock wieder diese vier Seiten. Danach, wenn das Ganze fertig ist, nehmen wir da, wo die Naht ist, so wie ich jetzt zeige, und legen die Naht sozusagen linke Seite auf die linke Seite und heften das Ganze mit den Nadeln fest. So wird dieser Unterrock im Kreis herum an das Kleid angesteckt. Nachdem das Ganze angesteckt wurde, sieht es dann so aus.
Danach nähen wir das Ganze mit der Nähmaschine zu. So sieht das nach dem Nähen aus. Jetzt müssen wir nur noch diese Nahtzugabe zurückschneiden. Jetzt nochmal alles schön bügeln und das Kleid ist fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt mir den Daumen nach oben. Für diejenigen, die das noch nicht getan haben, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Ansonsten viel Spaß beim Nähen und bis zum nächsten Mal.